Herzlich willkommen hier zurück bei Crusader Kings 3, meine lieben Freunde. Wir sind gerade eben immer noch dabei, eine neue Aufgabe jetzt hier durchzuführen. Einerseits wollen wir jetzt hier eine Spitzelei durchführen, aber wir versuchen auch gerade eben noch einen gewissen Druck auf jemanden auszuüben und auch unseren armen Prügelknaben und Handlanger, den Luitpold, von uns zu bezirzen. Unabhängig davon, jetzt geht es erstmal hier zu Spitzeleien im Auftrag von Graf Wilhelm, der uns, wenn wir Glück haben, sogar richtig viel Geld bezahlen wird. Wir nehmen diesen Vertrag an. Diese Art von Auftrag ist immer so ein bisschen weird, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man nie so hundertprozentig weiß, wie man das eigentlich jetzt hier besser machen soll. Wir nehmen auf jeden Fall diesen Vertrag jetzt an, denn wir ziehen jetzt erstmal durch die Lande, um Informationen zu sammeln, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich dann einen großartigen Einfluss darauf habe, wohin wir laufen. Aber wir schauen uns das jetzt nochmal im Detail genauer an. Der Ruf von Graf Wilhelm nach kundigen Berichten zu Geschehnissen in der Nähe seines eigenen Hauptsitzes zieht allerlei Scharlatane an, die irgendwelche Geschichten erzählen. Aber wir werden ihm natürlich versuchen, die richtigen Informationen zu liefern. Wir reisen in einer kleinen Gruppe, würde ich sagen. Ja, wir reisen in einer kleinen... wir können mal ungeteilt reisen. Nee, wir verlegen das gesamte Lager. Dann haben wir vielleicht sogar eine bessere Chance, noch irgendwelche Informationen herzubekommen. Ihr seht, also das ist jetzt hier die Wegstrecke. Da habe ich auch gar keine großartige Entscheidungsgewalt. Das ist halt so, ne? Also wir laufen jetzt hier durch die Gegend. Und kommen jetzt hier erstmal an bei der Baronie von Liege. Wir mögen zwar keinen Einlass in den Hof des Fürstbischofs Rudolf bekommen, ohne dass man uns unangenehme Fragen stellen würde, doch dies scheint auch kaum nötig zu sein. Die Gerüchteküche vor Ort brodelt gerade in Sachen Untreue. Niemand zu Hochgestelltes beteiligt sich daran, doch eine unerwartete Affäre bringt eben schon ein wenig Würze in den tristen Alltag in Liege. Glücklicherweise dürfte es bei so viel Klatsch und Tratsch recht einfach sein, die Dienerschaft und die wenigen bedeutenden Höflinge nach nützlichen Gerüchten zu befragen. Ja, also wir haben auf jeden Fall eine verdammt gute Chance, das jetzt hier hinzubekommen. Ja, wir machen das hier. Und wir bekamen die erste Geheimhaltungsinformation. Dann sind wir in Köln. In ganz Köln wird darüber geredet, dass der eine oder andere Beamte des Fürstbischofs Philipp eine wahrhaftig schwindelerregende Menge an Bestechungsgeldern angenommen haben soll. Ein wenig Korruption hier und da ist nichts Ungewöhnliches und da für viele Beamte ist es ein erwarteter Teil ihres Salärs. Doch auch dies hat seine Grenzen. Und in diesem Falle wurden die vertretbaren Grenzen weit überschritten. Das ist zwar eine schlechte Nachricht für den Fürstbischof, aber hervorragende Nachrichten für all jene, die sich für einen aufgebrachte Einheimischen interessieren könnten, die Geschichten zu erzählen haben. Ja, auch hier werden wir wieder die Hinterhältigkeit natürlich nutzen. Wir haben eine weitere Geheiminformation. Der Typ hasst uns, das kann ich nachvollziehen. Und dann sind wir noch in Berg. Die Straßen von Berg sind volle Gerichte über Krieg und Blut und viele Einwohner sind eindeutig davon überzeugt, dass Graf Adolf derzeit Pläne für einen bewaffneten Zwist schmiedet, der schon bald ausbrechen könnte. Natürlich sind Kriege keine Seltenheit, doch sie machen es ebenso leichter, Ängste zu schüren, wenn sie längere Abende mit nichts anderem als Gesprächen gefüllt werden können. Ob wahr oder nicht, es gibt viele gesprächige Leute, die gerne ihre Meinung über das Gehörte mit Fremden teilen. Ja, und auch da können wir wieder unsere Hinterhältigkeit einsetzen. Let's go! Löffelspitzen! So, wir haben einen Erfolg. Die Agenten von Graf Wilhelm treffen uns in Berg, um ihren Herren unseren Bericht zu bringen. Da die von uns gesammelten Gerüchte und das Wissen, das wir durch Hörensagen haben, spärlich sind, ja, gibt es halt auch jetzt nicht so eine maximale Belohnung, aber wir bekommen eine und das ist das Wichtigste. Okay, wir haben es geschafft. Und nach wie vor weiß ich nicht, wie ich das hätte anders machen können. Wir könnten das Lager verlegen, um neue Verträge zu finden, oder aber wir machen hier auch eine Spitzelei für den Fürstbischof. Man könnte dann hergehen, so nach dem Motto, ne, und übrigens, der andere hat nach Spitzeleien suchen lassen. ja, wir werden auch das hier machen. Wir werden es hier für den Fürst, Bischof Philipp das hier tun. Vielleicht bekommt er dadurch eine bessere Meinung für uns. Wir werden wieder mit der gesamten Gruppe reisen, denn wir sollen ja sowieso woanders hin. Hey, das ist gar nicht so schlecht, dann kommen wir nach Trier. Und direkt in Berg werden wir natürlich jetzt auch die Löffel spitzen, haben unsere Informationen. In Sein sind die Straßen von Blut getränkt. Oh jemine, auch wenn Graf Heinrich nicht selbst zugestochen hat, waren doch seine Worte, die dies zu einem Urteil führten.
Eine örtliche Verordnung, die genau nach den Vorgaben von Graf Heinrich erlassen wurde, hat sich als außerordentlich unbeliebt erwiesen. Ein bescheidener Landvogt, der diese Verordnung einfach nur durchzusetzen versuchte und ansonsten für seinen Gerechtigkeitssinn und seinen klaren Verstand recht beliebt war, wurde vor nicht einmal 2 Tagen in einem abscheulichen Verbrechen niedergestreckt. Aufgrund der zahlreichen Schuldzuweisungen und hitzigen Streitigkeiten sollte es uns ein leichtes sein, ja, diese Information zu bekommen. 96% geilo. Und auch diese Information haben wir easy bekommen und jetzt sind wir in Trier. Aber vorher gibt es noch eine brummende Geisel. Oder Geißel. Die Waldgebiete von Sponheim wimmeln nur von winzigen, blutsaugenden Insekten. Ach ja, wir haben wieder die Insekten. Ich schick mal den Ehrenfried voraus. Der hat sich als Opferbob jetzt hier wirklich ausziehen müssen, okay. Ja, ich meine, der steht ja auf sowas, ne? Ich meine, der steht ja auch drauf, der steht auf Abenteuer, der steht auf seine Einbeinigkeit. Gut, er ist feige, aber er steht ja drauf. Und deswegen haben wir im Grunde nur gemacht, was er sich ja früher immer gewünscht hat. Der alte Hau drauf. So, in Trier hat sich Unzufriedenheit breit gemacht. Ein örtlicher Kreditgeber soll verschiedene Schulden in der ganzen Stadt gleichzeitig eingefordert haben, was die Einheimischen mehr als verärgert als unerwartete Steuer aufgenommen wird. Schlimmer jedoch ist, dass dies mit dem stillschweigenden Zustimmung von Fürstbischof Arnold geschehen sein soll, was in den Augen vieler ein unverzeihlicher Verrat ist. Es ist vielleicht nicht die beste Zeit, um gezielte Fragen zu stellen, aber auch nicht die schlechteste, um verbitterte Bedienstete mit losen Zungen zu finden. Ja, wir werden es wieder mit der Intrige machen. Wir haben die Geheiminformation und wir haben also wieder mal einen spärlichen Erfolg vorzuweisen. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Seine Stimmung über uns hat sich dadurch auf jeden Fall leicht verbessert und ich habe ein Druckmittel gegen ihn. Ich könnte ihn auch um etwas bitten, aber ich finde es schade, dass ich mein Druckmittel nicht gegen ihn benutzen kann dadurch. Das macht die Sache für mich ein bisschen schwieriger. Ihn zu entführen würde übrigens sehr, sehr gut möglich sein. bevor wir das allerdings machen, Leute, sollten wir uns mal erstmal hier noch um das hier kümmern, ne? Wobei, wir könnten es wahrscheinlich bald sogar auf die Spitze treiben. So, wir stehen jetzt hier und haben hier keine realistische Aufgabe hier vor uns. Das heißt, wir sollten mal in die Burg gehen. Wir gehen in die Burg. Und schauen uns erstmal nach Aufgaben um. Wir gehen erstmal zum Marktschreier. Kann ich nicht. Okay, das geht nicht. Das ist schade. Dann gehen wir in die Taverne. Und hören dort wieder mal dem Geschichtenerzähler zu. Und an jenem Tag wurde Ruha aus der Welt des Lichts vertrieben und in die Welt der Dunkelheit verbannt. Erzählt zumindest hier die Dorothea. Und die Dorothea mag uns kein bisschen. Liebesbläschen hasst sie sehr. Okay. Ja, das mit den Liebesbläschen, also wir sind auf jeden Fall kein sehr beliebter Dude, ich sag's euch. 100 Ränkespielerfahrung könnten wir uns vielleicht dadurch krallen. Oder wir nehmen hier wieder die Hassiludius-Erfahrungspunkte. Ganz im Ernst, ich hätte schon sehr gerne die Hassiludius-Erfahrungspunkte. Ja, wir holen uns die Hassiludius-Erfahrungspunkte an der Stelle. Denn wie gesagt, ich will den Scharfsinn auf Stufe 2 bringen. Dann bekommen wir nämlich, wie ihr sehen könnt, noch mehr monatliche Lebenswandelerfahrung, weitere 5%. Und unsere Eiferer-Vasallen werden noch mehr happy mit uns. Schade, dass wir überhaupt gar keine Möglichkeit haben, zu irgendwelchen Turnieren eingeladen zu werden. Ne? Dafür sind wir, glaube ich, einfach zu unwichtig. Eine Zwergin ist hier. Die Ilsa von Lothringen. Die Vorlaute. Okay, ein vorlauter Zwerg. Dann haben wir noch den Anno, den Gierigen. Der ist, also sag mal, ohne Witz. Wie auffällig kann man eigentlich sein? Aber der Typ ist richtig gut, wenn er nicht so alt wäre. Und dann gibt es noch den Adalbero, den Demütigen.
aber keiner davon wird von uns angeheuert, auf gar keinen Fall. Wir verlassen das Ding hier und gehen hoch in die Burg, wo ich vielleicht nochmal mein Kampfgeschick steigern kann. Jawohl, wir sind wieder ein besserer Kämpfer geworden. Ey, wir haben jetzt schon 20, also uns aufzuhalten dürfte langsam aber sicher echt schwer werden. Wollen wir noch jemanden anheuern? Den Norbert, die erste Wache, oder den Berengar, der ist eine wandernde Memme. Irgendwie sind beide nicht so super beeindruckend, wie ich persönlich finde. Nee, ganz im Ernst, da würde ich lieber jemanden entführen oder sowas. Aber wir könnten noch mal ein Glücksspiel machen, weil ich habe nach wie vor ein bisschen Stress. Ich möchte ihn loswerden. Und wir haben gewonnen, ausgezeichnet. Dann können wir die Stadt jetzt hier auch wieder verlassen. So, also, wir sind jetzt hier erstmal fertig. Bauen hier noch 3 Monate in dem Teil hier rum und wir müssen unser Lager jetzt hier mal komplett verlegen. Wo wir noch nie gewesen sind, ist in Richtung Böhmen. Lass uns doch mal das Lager wirklich verlegen. Nach Prag. Genau, wir gehen mal nach Prag. Die Reise scheint dorthin gefährlich zu sein, aber wir machen jetzt wieder mal den vorgeschobenen Späher. Und ich bin am Überlegen, ob ich die Söldner dafür anheuern soll, damit die Gefahr nicht so groß ist. Oder aber wir verzichten darauf und tun wieder nach kostbaren, wir suchen wieder nach Talenten, die wir sowieso wieder nicht bekommen werden. Also, wir müssen mal wieder ganz woanders hin, wo die Leute uns noch nicht kennen, Freunde. Unterwegs finden wir etwas im Schoß der Erde. Die Felder in Rüsselsheim sind ein wahrer Augenschmaus, wenn die wüssten, dass da irgendwann mal eine Rennstrecke hinkommt. Jede Pflanze blüht, jedes Blatt ist grün und jeder Stiel ist üppig. Ich spüre die Quelle des Grüns rasch auf. Ein Mann, der auf dem Feld steht und scheinbar eine Art Vortrag vor einer Gruppe von Zuhörern hält. Er heißt Dietrich. Er bemerkt mich in der Ferne und dreht sich in meine Richtung. Mein Wissen über Gärtnerei ist umfangreich. Ja, ich wage sogar zu behaupten, unvergleichlich. Also bleibt eine Weile und hört zu. Tja, wir haben eine gewisse Chance von 50% Gärtner zu werden. Ich werd's versuchen. Cool, wir sind Naturliebhaber geworden. Immerhin ein mittlerer Bonus für unsere Gesundheit. Den können wir auch so langsam aber sicher in Betracht unseres Alters brauchen. Hoffen wir mal, dass wir in Prag hier gute Dienste irgendwo leisten können. Also ihr seht, hier gibt's auch momentan nirgendwo Aufgaben. Vielleicht kommen die auch hoch, wenn wir da sind. Okay, es gibt Aufgaben. Und wir haben das Hauptsitz des Königreichs Böhmen besucht. Das gibt nochmal 200 Verwaltungslebenserfahrung. Wir sollten echt noch mehr solche Hauptsitze hier besuchen, ganz im Ernst. Vielleicht auch mal zum Königreich von Polen, nach Ungarn, vielleicht zum Frankenreich. Das bringt einiges an Polen. Oh! Ein Prachtturnier! Ich muss instant aufbrechen. Ganz im Ernst, lasst uns doch mal da mitmachen, eine neue Aufgabe. Vielleicht können wir dort auch ein paar Schurkereien durchführen. Ich werde keine Talente oder sowas machen. Oh Gott, das ist ja eine Sau. Da gehen wir nicht hin. Das ist zu weit. Zu weit und zu gefährlich. Aber wisst ihr was? Wir könnten auch mal versuchen, nochmal eine Jagd zu veranstalten. Ich glaube, wir werden mal eine Jagd veranstalten. Da bin ich selber noch gar nicht drauf gekommen, dass es vielleicht hier geht. Das dürfte dann allerdings Wilderei sein. Ja komm, lass uns mal eine Jagd veranstalten. Eine ganz normale Jagd. Ja, hier in Prag. Es ist relativ ungefährlich. Vorgeschobene Späher. Nach Talenten Ausschau halten. Ich guck mal gleich mal, was wir noch einstellen können. Ich suche nach Geheimnissen hier in Prag. Und ja, jemanden ermorden will ich nicht. Eine Bestie erlegen will ich auch nicht. Jemanden verführen. Ich könnte sie versuchen zu verführen.
Ohne Witz, wir versuchen unsere Frau zu verführen hier. Das ist eigentlich jetzt hier unser Ziel. Und ich denke, wir versuchen... Wow. Nee, wir bleiben bei der normalen Teilnehmerzahl. Gruppengröße. Ich kann nicht mehr als eine kleine Gruppe hier machen. Ja, dann ist es halt so. Also, wir beginnen die Jagd. Während wir auf die Ankunft der übrigen Gäste warten, können meine Marketender mit den Vorbereitungen beginnen. Die Wildtreiber suchen jeden Tag die Ländereien nach Anzeichen von Beute ab und errichten ein Lager in der Nähe der Jagdreviere. Ich habe meine Ausrüstung und mein Pferd viele Male überprüft und es wird nicht mehr lange dauern. Meisterin Ermengard bleibt völlig ahnungslos, was meinen Plan angeht, sie zu verführen. Sehr schön. Ich habe kein Recht, hier in den Landen von König Vaklav zu jagen. Ich muss die Rechte dafür erwerben, wenn ich nicht als gesetzloser Wilderer gelten will. Selbst wenn ich mir die Rechte sichern würde, wäre es natürlich nicht erlaubt, jedes beliebige Tier zu erlegen. Tja, auf diese Rechte werden wir hier pfeifen. Wir werden ein Wilderer werden, natürlich. Ey, ganz im Ernst, was bildet er sich ein, dass er jetzt der Meinung ist, ich darf in diesem Wald jagen oder auch nicht? Tja, wir werden ein Wilderer, was natürlich jetzt auch wiederum eine Gefahr für uns bedeutet. Wir müssen also nach wie vor vorsichtig sein. Nicht, dass jetzt hier Dinge nach hinten losgehen. Derweil ist hier alles schon gebaut. Wir haben übrigens immer noch einen Gefangenen hier, diesen komischen Typen da. Den Eberhard. Ich glaube, den Eberhard werden wir jetzt einfach mal freilassen und rekrutieren. Der könnte für uns noch von Wert sein. Da ist ein nackter Mann im Wald. Also, Ehrenfried ist nackt, okay. Ehrenfried versammelt die Gesellschaft, als die Sonne über das Lager in den Abhängen unweit von Prag aufgeht. Die örtlichen Wildhüter haben die nähere Umgebung nach Fährten und Losungen durchkämmt. Man trägt mir zu, es gäbe keinerlei Anzeichen für Hirsche oder Wiesentherdende. In der Gegend doch, der Boden hier ist gut geeignet für eine Jagd nach einem Fuchs. Ehrenfried zuckt mit den Schultern. Das macht nichts. Auch eine solche Beute kann eine tolle Jagd liefern, wenn sie nur gerissen genug ist. Ja. Prestige trivial. Nee, ganz im Ernst. Wir werden einfach den Fuchs jagen. Mit irgendwas müssen wir ja anfangen. So, er hat das jetzt hier angenommen. Und Moment, ich habe es hier es geschafft, hier das doppelt geschmiedete Komplott jetzt starten zu können. Ich habe ein Druckmittel gegen den Typen erhalten und die Jagd geht weiter. Vielleicht kann ich heute mein Herzblatt für mich gewinnen. Ach, Ermengard, was für ein schöner Tag. Ich hoffe, ihr amüsiert euch. Frage ich scheinbar völlig gelassen. Ich bin mir beinahe sicher, dass ihr Lächeln mehr als nur höflich ist. Manchmal bedauere ich die armen Tiere. Jetzt würde sie unsere Affäre werden. Oder natürlich, ich würde lieber etwas Nützliches unternehmen. Also läuft genau nach Plan. Dann wird sie auch meine Affäre. Wenn ich Glück habe. Oder ein gut verwalteter Wald ist ein wahres Füllhorn an Geschenken. Sie ist paranoid, geduldig und rachsüchtig. An die mitfühlende Seite, an ihre fleißige Seite oder an ihre Verwaltungsinteresse. Boah. Also sie ist auf jeden Fall loyal. Was soll ich jetzt daraus schließen? Verwalterisch können wir, glaube ich, vergessen. Und ich würde nicht behaupten, dass die Frau sehr, sehr mitfühlend ist. Weil sie ist eher rachsüchtig. Die fleißige Seite. Okay, es scheint geklappt zu haben. Gut, das ist ja schon mal gut. Meine Antwort scheint Meisterin Ermengard nicht beeindruckt zu haben. Sie bekommt glasige Augen und hört nur noch mit halbem Ohr zu. Als ich ihr nach ihrer Verabschiedung alleine zurückbleibe, kann ich nicht anders, als mir wie ein Tölpel vorzukommen.
Oder es hat auch nicht geklappt. Man versteht es manchmal nicht. Wilderer hier? Auf dem Land des Königs? Okay, das ist jetzt... Ey, ohne Witz, das ist jetzt so behämmert. Weil ich bin ja selber ein Wilderer. Sie kauern eng beieinander, als ich mich mit meinen Wachen zu ihnen reite und verbergen damit kaum den getöteten Hirsch hinter ihnen. Das waren wir nicht. Habt Gnade mit uns, glorreicher Chef. Doch die Klingen und Bögen strafen sie Lügen. Lol. Ich kann aber den Zickmund... oh, warte mal. Also er hält mich quasi für einen Offiziellen des Königs. Aber das sind wir ja nicht. Ich könnte ihn also dadurch jetzt hier anheuern. Die Beute gehört mir als Strafzahlung. Oder... Nee, den nehmen wir an uns. Ganz klar. Der ist ein erfahrener Venator. Der wird Teil unserer Räuberbande. Mein Freund Zemach erspäht unsere Jagdbeute als erstes. Das prächtige Männchen ist schwer auszumachen. Also prächtig bei dem Fuchs, weiß ich auch nicht. Doch es ist ohne jeden Zweifel hier und beobachtet uns aus einem belaubten Strauch heraus. Es begegnet meinem Blick und dann, als ob das Tier meine Absicht spüren könnte, wie ein Blitz aus farbenfrohen Fell davon zu spurten. Tja, wir könnten hinterher hechten. Das ist eine gefährlichere Sache. Ja, natürlich galoppieren wir hinterher, auch wenn wir zu Fuß sind. Wie jegliches Wild kennen auch die schwer zu fassenden Füchse viele Kniffe und Täuschungen, mit denen sie selbst die erfahrensten Jäger zum Narren halten können. Mein Ritter Gotthard hat die Jagdgesellschaft anhalten lassen. Der gerissene Fuchs wanderte hin und her, folgte dabei seinen eigenen Spuren und schuf hier und da Abzweigungen von seinen Pfaden, um uns von seiner Fährte abzubringen. Man findet keine Einigung, welchen Weg man nun einschlagen soll, und jeder Wimpernschlag, den wir vertändeln, entfernt uns weiter von unserer Beute. Tja, ich könnte sagen, ich vertraue da Gotthard. Wir haben eine gute Chance, dass dadurch unsere Jagdchance sich erhöht, Leute. Ey, ohne Witz, wir sollten dringend auf Gotthard vertrauen. Gotthard hat ja echt Ahnung von... So, jetzt haben wir immer schon mal eine deutlich erhöhte Chance. Nach einem stundenlangen Ritt drängen wir das gerissene Tier endlich in die Ecke. Unsere Hatz war nicht umsonst. Der erschöpfte Fuchs ist in die Ecke gedrängt und kurz vor dem Umfallen und völlig verängstigt. Das verschreckte Tier begreift, dass es nicht entkommen kann, während die Hunde und die Jäger rundherum Aufstellung beziehen. Wir könnten es abschießen, dann bekomme ich Bogenerfahrung beim Hastiludius. Und leicht erhöhte Jagderfahrung. Oder ich gebe ihm persönlich den Rest. Eine Kampfgeschick-Herausforderung. Wir machen das selbst. Natürlich machen wir das selbst. Und wurden dabei verletzt, natürlich. Ich habe den Speer und gehe vorsichtig auf das erschöpfte Tier zu. Als ich meine Klinge in das Tier bohre, schlägt es wild um sich und es erwischt mich dabei. Man zieht mich weg, als es verendet. Sag mal, wie hat ein Fuchs es geschafft? Also wie haben wir den Speer gehalten? Mit beiden Händen da vorne oder mit den Zähnen? Naja, auf jeden Fall haben wir Prestige bekommen. Sehen wir es mal von der positiven Seite. Und dadurch ist auch mein Ruhm angestiegen. Wir haben es geschafft, auf hervorgetan hochzukommen. Weltliche Meinung geht auf jeden Fall nach oben. Abenteurer-Invasion von Grafschaft können wir durchführen. Land kaufen. Als Söldner anwerben. Aha. Und wir sind jetzt offiziell Jäger geworden. Sehr schön. Noch mehr Kampfgeschick, noch weniger Anspannung. Und wie gesagt, wir wollen natürlich den Evenator nach oben treiben. Wir werden also in Zukunft jetzt noch mal ein weiterer Wilderer werden. Solche Jagden sind eine reinste Freude. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr, auch wenn es nur eine kleine Beute war, die die Jagdgesellschaft doch beschwingt, dank einer guten, befriedigenden Jagd. Ehrenfried leitet das Ausweiden, immer noch nackt und einbeinig und zerstochen von Mücken. Plump wird der Kadaver abgezogen, bevor die Wildhüter die Sache übernehmen. Wir legen den Anteil der Hunde auf das ausgebreitete Fell, bevor wir aufbrechen und nach Hause zurückkehren. Ich werde etwas als Andenken behalten. Moment. Ich kann einen Fuchsschwanz bekommen. Ja, wir nehmen den Fuchsschwanz an uns. Sehr schön. Jagd abschließen. Pause und... Oh!
Ich bin jetzt nicht mehr in Böhmen willkommen. Wenn wir unser Lager nicht woanders aufschlagen, sehe ich mich gezwungen, euch als flüchtig zu betrachten. Ja, vielleicht sollten wir demnächst wirklich gehen. Wir sollten womöglich wirklich demnächst gehen. Aber wir sind jetzt ein schlauer Fuchs, Freunde, mit dem Fuchsschwanz, den wir jetzt hier haben. Wir werden trotzdem noch ganz, ganz kurz jetzt hier unseren Weg in die Burg suchen. Und dann uns kurz nochmal umschauen. Ich will kein Artefakt verkaufen, auf gar keinen Fall, aber vielleicht hat der ja hier eine Information für uns. Verwaltungs- und Beförderungsaufträge. Nee, hier in Prag gibt es leider nicht allzu viel Sinnvolles für uns. Dann gehen wir nochmal in die Taverne. Und da bekommen wir die Geschichte von einem gewissen Ibrahim Batuhan erzählt. Und dann siegte das mit Frauen gefüllte Lager über die Männer, sodass sie wieder miteinander Umgang haben konnten. Ich denke, ich möchte Hastiludius weiter treiben. Ja, ich möchte Hastiludius weiter treiben. So, das war wichtig, weil dadurch habe ich jetzt beim Hastiludius auch den Scharfsinn auf Stufe 2, was mir mehr Lebenswandelerfahrung und noch mehr Meinung von eiferer Vasallen geben dürfte. Ich bin eigentlich mit den Werten, die wir inzwischen haben, sehr, sehr zufrieden. So, dann werden wir gehen. Trainieren kann ich ja nicht wirklich. Okay, dann verlassen wir jetzt hier nicht nur das Anwesen, sondern sogar die Burg. Und ich würde fast sagen, Leute, dass in Anbetracht der aktuellen Situation es vielleicht sogar interessant sein könnte, im Königreich Polen mal vorbeizuschauen. Ganz im Ernst, wir machen das. Also er mag uns jetzt hier gerade eben nicht mehr so wirklich. Denn wie gesagt, wir sehen, ein Wilderer geworden. Wir müssen das gesamte Königreich Polen dadurch jetzt hier verlassen, das ganze Königreich Böhmen verlassen. Schade, ich wäre dort noch länger geblieben. Aber man muss halt echt aufpassen, ne? Also, los geht's. Dann gehen wir zum allerersten Mal raus aus dem Heiligen Römischen Reich und betreten ausgetretene Pfade. Mein Tross ist nur einen Steinwurf von Wischerath zum Stillstand gekommen. Ich sehe, dass mein Karawanenführer Zemach abgestiegen ist und eindringlich etwas auf dem Boden anstarrt. Die anderen Mitglieder des Gefolges haben sich ebenfalls um ihn herum versammelt. Zemach blickt auf, als ich mich nähere. Herr, hier gibt es eine Ameisenstraße. Ach, jetzt schon wieder die Ameisenstraße. Das ist Unfug, ich übernehme die Führung. Yes, sehr gut, hat mal was geklappt. Und nach Ameisen kommen natürlich auch noch Maulwurfshügel. Die Straße ist in den letzten Stunden unglaublich hügelig geworden und alles wird langsam müde. Da kein Ende der Hügel in Sicht ist, kommt eine meiner Reisegefährten, der Zemach, und meint, Herr, unsere Reittiere könnten nicht mehr. Die Armen brauchen eine Pause. Oder ich fürchte, sie werden zusammenbrechen. Wir müssen anhalten und uns ausruhen. Er weiß, dass dies unsere Reise nach Krakau verzögern wird. Tja, erfahrener Reisender. Dann verzögert sich unsere Reise halt um ein paar Tage. Als ein Näschen Ärger auf uns zukommt. Es ist unsere Tochter. Vater? Ronon, was? Vater Ronon, die mit voller Geschwindigkeit auf... Ich glaube, sie ruft, Vater! Ronon stürmt mit voller Geschwindigkeit auf mich zu und wirft mich um. Schaut, was ich gefunden habe, einen Welpen! Okay, wir bekommen einen Hund. Das Kind hat offenbar tatsächlich einen frischen Welpen im Arm, den es in seinen überbordenden Begeisterungen beinahe umherschwingt. Alleine die wissenden Mächte von St. Katharina ahnen, woher sie dieses Tier wohl her hat, aber trotz der wilden Bewegungen scheint das kleine Ding sich zu freuen, hier zu sein. Ronon sieht überglücklich aus. Sie kann einen Haushund erhalten. Ja, warum sollte sie keinen Haushund bekommen? Ich erlaube ihr den Haushund. Wie lange bin ich eigentlich noch verletzt? Verflixt noch eins. Das ist gerade eben so richtig herrlich unnötig. In meinen Augen, Freunde. Okay, wir können mal gerade mal gucken. Na, wir können ja noch mal versuchen, ein bisschen Geld auszugeben.
um zum Beispiel das Versorgungszelt nochmal zu verbessern. Da kann ich noch mehr Nahrung einlagern. Oder wir verbessern das lodernde Lagerfeuer. Das lodernde Lagerfeuer bringt mir gerade eben noch nicht so viel. Speisezelt vielleicht? Wir machen das Speisezelt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt hier noch ganz, ganz schnell hier das Königreich Böhmen verlassen, nachdem wir den König von Böhmen hier gerade eben erzürnt haben. So, willkommen in Polen. Wir haben 200 Diplomatie-Lebenswandel bekommen. Und noch mehr Erfahrungspunkte als Reisender. Das ist sehr, sehr schön. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier weitermachen. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.